Tief in den Dschungeln von Mexiko liegt eine der größten versunkenen Städte der neuen Welt. Vor 1500 Jahren von der Zivilisation der Maya erbaut, blühte Palenque über Jahrhunderte, bis seine Bewohner es unter mysteriösen Umständen verließen. Ein Team von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Archäologen entdeckt nun mit Hilfe neuester Technologien, wie und warum diese sagenhaften Gebäude entstanden sind. Nur Könige, Königinnen und Hohepriester durften herunterkommen. Und wie die Stadt in ihrer Blütezeit ausgesehen hat. Die Aufgabe des Teams ist es, den Geheimcode der Vergangenheit zu entziffern und die sagenhafte, versunkene Welt der Maya zu neuem Leben zu erwecken. Was bedeutet die geheimnisvolle Ausrichtung dieses Tempels nach der Sonne? Unterstützt eine alte Formel, genannt heilige Geometrie, die großartige Architektur der Stadt? Und aufgrund welcher Konstruktionsweise blieb das Grab des größten Herrschers der Stadt über 1200 Jahre verborgen und geschützt? Es ist das größte kartografische Projekt, das jemals in der vergangenen Welt der Maya stattgefunden hat. Entdecken Sie Palenque in all ihrem Glanz wieder. In den Regenwäldern von Mittelamerika liegen die Überreste einer einst großen Stadt. Diese wurde von einem außergewöhnlichen Volk errichtet, den Maya. Ihre Zivilisation entstand vor ca. 3000 Jahren und blühte 2500 Jahre lang. Während Europa im finstersten Mittelalter vor sich hin darbte, entwickelten die Maya Geometrie und Astronomie, schrieben Bücher und bauten Handelsstraßen. Die Kultur der Maya beruhte auf einer ausgeklügelten Religion der Rituale und Opfer. Ihre Gesellschaft entwickelte mächtige Stadtstaaten. Der größte von ihnen war Palenque. 800 Jahre bevor Kolumbus Amerika entdeckte, war Palenque bereits eine lebendige Metropole. Über der mexikanischen Hochebene erhoben sich große Paläste und Tempel. In der Stadt gab es Marktplätze und sogar Sportarenen. Palenque war größtenteils die Vision eines einzelnen Mannes. König Pakal, einem großen Herrscher und Architekten. Im 9. Jahrhundert wurde jedoch die Stadt verlassen und Palenque geriet für 1000 Jahre in Vergessenheit. Dr. Edwin Barnhart und sein Team des Palenque-Kartografie-Projektes sammeln die Daten aller Gebäude. Ihre Aufgabe ist es, ihre Funde zum Leben zu erwecken und das Wunder der Stadt von König Pakal neu zu erschaffen. Sie vermessen mehr als 700 Gebäude, die auf einer Fläche von 2,5 Quadratkilometer verstreut sind. Das Team untersucht zunächst König Pakals größten architektonischen Komplex, seinen Palast. Dieses Gebäude war einst Epizentrum der Stadt und besteht aus einem Labyrinth von Gängen, Prunksälen, Gewölben und Höfen. Der Palast ist das Juwel von Palenque. Er befindet sich im Zentrum des Hauptplatzes und ist der Mittelpunkt der Stadt. Hier wurde der erste Teil des Palastes erbaut. In seinem Innersten der Schlüssel zu seinem Erbauer. Dieses Gebäude war der Thronsaal. Auf dem Kalkstein sieht man, was hier passierte. Links hält eine Frau einen Kopfschmuck hoch, die Krone von Palenque, und bietet sie dieser Figur an, die mit überkreuzten Beinen auf dem Thron mit zwei Jaguarköpfen sitzt. König Pakal. Die in Stein gehauene Krönung von König Pakal sollte das Schicksal von Palenque für immer verändern. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die königliche Linie durch unzählige Kriege und Hungersnöte bedroht. Doch als König Pakal im Jahre 615 nach Christus den Thron bestieg,
festigte er seine Macht und begann mit einer bis dato nie gesehenen Bauaktivität. Pakal herrschte fast 70 Jahre lang und starb im Alter von 80 Jahren. Während seiner Regierungszeit hatte er eine große Plattform bauen lassen, auf der mehrere Gebäude errichtet wurden. Der Palast von König Pakal ist ein Meisterwerk der Jahrhunderte währenden königlichen Baukunst. Darunter begraben liegen die Paläste der Vorfahren. Jeder König baute an die alten Gemäuer an oder erhöhte sie. Und so wurde der Palast immer größer. König Pakal hat 660 nach Christus eine riesige Steinplattform von 668 Quadratmeter bauen lassen. Das entspricht den Ausmaßen des heute größten Fußballstadions. Aber je größer seine Ambitionen wurden, desto mehr Steine mussten herangeschafft werden. Dieser Kalkstein stammt wahrscheinlich aus Gegenden, in denen Flächen begradigt wurden, um darauf neue Gebäude zu errichten. Noch mehr Steine wurden über die Berge in die Stadt geschleppt. Die Maya waren erfahrene Steinmetze, deren Techniken den heutigen gleichen. Die Teammitglieder Chris Paul und Alonso Mendez besuchen einen der Steinbrüche von Palenque, um herauszufinden, wie man den Stein gebrochen hat. In diesem Steinbruch kann man gut sehen, wie in der klassischen Periode der Stein gebrochen wurde. Der einzige Unterschied sind die Werkzeuge. Damals bestanden sie aus Holz und Stein und nicht aus Eisen. Dieser Steinbruch brachte damals wie heute große Erträge, weil der Kalkstein leicht gebrochen werden kann. Von Natur aus besteht dieser Stein aus mehreren Schichten, weicheren und härteren, die man entlang der natürlichen Furchen zwischen den Schichten trennen kann. Die Maya waren begabte Steinmetze. Aber welche Werkzeuge verwendeten sie? Für einen Kalkstein dieser Qualität benutzten sie diese Art von Werkzeug. So eine Spitze band man mit einem Lederband an einem Schaft fest. Und damit konnten sie den Kalkstein meißeln. Dieser Palast verkörpert das goldene Zeitalter von König Pakal. Oben auf dieser großen Steinplattform standen die königlichen Gebäude des Palastes. Doch ihr imposantes Äußeres täuscht. Innen sind sie überraschend klein. Jahrhunderte zuvor hatten die Römer den Schlusssteinbogen entwickelt und konnten dadurch höhere Räume bauen. Die Maya jedoch kannten diese Methode nicht. Doch das hielt sie nicht davon ab, eine andere Technik zu entwickeln. Dies nennen wir den Kragsteinbogen, den die Maya anders als die Römer benutzten. Die Römer hatten einen mehr geschwungenen Bogen mit einem Schlussstein obenauf. Die Maya verwendeten flache Steine, die sie aufeinander schichteten, wie eine Art umgekehrte Treppe. Ohne den Schlusssteinbogen waren die Räume der Maya eng und für jede Wand benötigte man unzählige Steine. Dies war zwar mühsam, brachte jedoch einen großen Vorteil mit sich. Es ist eine solide Art, einen Bogen durch das Stapeln von Steinen zu bauen, bis sie sich berühren. Das beweist auch der Umstand, dass sie nach 1500 Jahren immer noch stehen. Heute ist der Palast von König Pakal eine leere Ruine aus Kalkstein. Doch in seiner Blütezeit schmückten Bilder der königlichen Familie jede freie Fläche dieser großen Gebäude. Sie waren mit sehr bunten Hieroglyphen, Skulpturen und Friesen verziert. Um herauszufinden, wie das ausgesehen haben könnte, hat Ed dem Archäologen Alfonso Morales seltene Proben von Pigmenten für das Mikroskop mitgebracht. Das Rot ist aus einfachem Lehm, der es auch festigt. Das Gelb ist aus gelbem Lehm.
Man trocknet, säubert und zermalt ihn zu Puder. Dann haben wir noch Schwarz, das man aus Ruß von Feuerstellen gewinnt. Die Maya-Künstler sind auf der Suche nach Pigmenten weit von Palenque umhergestreift, um die königlichen Gebäude zu verzieren. Ein leuchtendes Blau haben sie aus Pflanzen wie dem Indigobaum gewonnen. Ein Indigobaum sieht aus wie ein Busch, oder? Bekommt man das Blau aus den Beeren oder den Blättern? Also ist es eine Kombination von organischer Substanz und Mineralien. Jetzt können wir enthüllen, wie diese farbenfrohen Pigmente den Stein des Palastes in eine atemberaubende Vision von Schönheit verwandelten. Sehr zum Neid der restlichen Maya-Welt. Diese Dekoration war besonders eindrucksvoll am zentralen Bauwerk des Palastes von Pakal, dem Turm. Das Prunkstück dieser eleganten Gebäude ist der Turm, einzigartig in der Welt der Maya. Er wurde benutzt, um herannahende Feinde zu erspähen, aber immer mehr Beweise belegen, dass es auch ein Observatorium war. Es ist das höchste Observatorium, das die Maya gebaut haben und war genau nach dem Verlauf der Sonne ausgerichtet. Die Priester des Königs fanden sich zu bestimmten Tagen im Jahr zusammen, um zu beobachten, wie die Sonne durch eine besondere Öffnung in die Turmwand scheint. Diese charakteristischen Öffnungen in Form eines T findet man überall im Palast von König Pakal. Sie hatten eine besondere Bedeutung. Die T-Form ist ein hieroglyphisches Symbol für Wind. Und hierdurch ging der Wind ins Innere. Daher ist es ein passendes Symbol. Zweitens symbolisiert die T-Form die Abstammung der Könige von Palenque. Daher ist es ein Doppelsymbol. Eins bedeutet Wind und das andere das Licht, das den Stammbaum durchflutet. Der Palast von Pakal war von atemberaubender Schönheit, mit leuchtenden, farbenverzierten Wänden, einem Turm, großzügigen Säulengängen und Prunksälen. Doch unter der Pracht des Palastes lag ein versteckter Ort der dunklen Geheimnisse und des Leidens. In den Dschungeln von Mexiko ist ein Team von Archäologen unterwegs, um die vergangene Welt von Palenque zu kartografieren, einer großen Maya-Stadt, die vor 1000 Jahren verlassen wurde. Mit Hilfe der neuesten Technologie hat das Team den Palast von König Pakal, dem größten Herrscher und Architekten von Palenque, wieder erschaffen. Der Projektleiter Dr. Edwin Barnhart findet auf der Suche nach der vergangenen Welt unter dem Palast ein Labyrinth von geheimnisvollen Kammern, Gängen und Gewölben. Ein einzigartiges Detail liefert uns einen Hinweis darauf, was hier zu Zeiten von König Pakal geschah. Anders als im Palast ist hier unten in der Unterwelt das große T, das Symbol der königlichen Familie, auf den Kopf gestellt und bedeutet Dunkelheit, Unterwelt und Tod. Ehemals waren dies die obersten Gebäude des Palastes, aber die nachfolgenden Könige überbauten sie und sie wurden zur symbolischen Unterwelt des Palastes. Diese Fenster sind ein Beweis dafür. Umgedrehte Tees reflektieren nun die Wasseroberfläche der Unterwelt, die symbolische Unterwelt des Palastes, zu der nur Könige, Königinnen und Hohepriester Zutritt hatten. Diese unterirdischen Kammern aus Kalkstein waren das Allerheiligste im Palast. In diesen Höhlen fanden heimliche Blutrituale statt, um die Götter gnädig zu stimmen. Blut war für die Maya ein Geschenk der Götter. Aber dafür gab es einen Preis, den man immer wieder bezahlen musste.
König Pakal glaubte, dass er durch rituellen Aderlass zur Erleuchtung gelangen und die Geister seiner Vorfahren anrufen könne. Der König verstümmelte seine Genitalien mit einer scharfen Klinge und sein Blut tropfte auf heiliges Papier. Beim Verbrennen des Papiers tauchte in einer Duftwolke die Schlange der Visionen vor dem König auf. War der König im Trancezustand, konnte er angeblich die Toten kontaktieren und durch sein Opfer ihre Weisheit aufnehmen. Doch das Blut des Königs reichte nie aus, um die Götter zu befriedigen. Über der Erde geschah ebenfalls Grausames. Auf dem größten Platz des Palastes befindet sich eine offene Fläche, wo einst schreckliche Menschenopfer dargebracht wurden. Gesandte anderer Städte kamen hierher, um Tribut zu zollen, und Palenque demonstrierte seine Macht. Man kann sich Pakal und sein Gefolge vorstellen, wie sie in ihren Federkopfmasken und Jaguarfellen oben auf den Stufen sitzen und die Besucher vorgeführt werden. Um 660 nach Christus blüht Palenque wieder auf und König Pakal regiert, wie es von jedem Maya-Herrscher erwartet wird. Er führt Kriege und opfert zu Hause die Gefangenen. Die Gebäude des Hofes wurden vom König so gebaut, dass sie seinen Opfern Furcht einflößten und sie zu Zeugen der blutigen Exekutionen machten. Man kann fast sehen, wie sie hierher gebracht wurden, verängstigt, wahrscheinlich gedemütigt, blutend und schließlich getötet, geopfert. Auch die Stufen waren berechnet, um einzuschüchtern. Gehen die Opfer die immer steiler werdenden Stufen hinunter, zittern sie und sie sind völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Sie stehen schließlich dem Herrscher von Palenque in all seiner Pracht gegenüber und wissen, ihr Schicksal ist besiegelt. Nun sehen wir, wie der Hauptplatz des Palastes zu Zeiten König Pakals aussah. Eine große Arena, geschaffen, um den Ruhm der Königsherrschaft zu demonstrieren und das Blut seiner vielen Gefangenen zu empfangen. Doch die Pflicht des Königs, Blut im Namen der Götter zu vergießen, ging weiter. Gegenüber dem Platz befinden sich zwei geheimnisvolle, einander spiegelgleiche Gebäude. Die Grasstreifen neben ihnen neigten sich einst nach innen zu. Bislang hatten Forscher keine Erklärung für sie. Heute zeigt uns die Struktur des Platzes, die zwei schrägen Wände, die sich gegenüberliegen, in der Mitte die Form eines großen I und am Ende jeweils begrenzt, wofür er gedacht war, nämlich für das mesoamerikanische Ballspiel. Doch dies war kein gewöhnlicher Ballspielplatz. Seine Anordnung symbolisierte die Tore zur Unterwelt. Das Spiel war der Triumph des Lebens über den Tod. Die Götter, bekannt als die heroischen Zwillinge, besiegten die Herrscher des Todes in einem Ballspiel, wobei der Ball möglicherweise sogar ein menschlicher Kopf gewesen sein könnte. Dieser Platz mit den abfallenden Seiten gleicht einem Riss in der Erde. Man stellte sich die heroischen Zwillinge vor, wie sie in die Erde hinabstiegen, um den Herrschern der Unterwelt zu begegnen. Die Tausenden, die von den Rängen zusahen, fühlten sich mehr wie in einem Kolosseum als bei einem Weltmeisterschaftsspiel. Denn der König persönlich war der Meisterspieler. Die Herrscher selbst spielten also mit den Göttern des Todes und die Gefangenen wurden auf den Ballplatz gebracht. Aber es stand von vornherein fest, dass sie dieses Spiel verlieren und fast sicher geopfert werden sollten. Vielleicht trennte man ihre Köpfe ab oder sie wurden gevierteilt. Es war eine Art Propaganda. Effekt für die Maya-Herrscher. Blicken wir zurück, haben wir diese makabre Arena zu Zeiten von König Pakal vor Augen. Der König proklamierte seine göttliche Macht auch auf andere Art. Mit verborgenen Konstruktionen, tief unter der Erde, wo die Maya ihre meisterhaften technischen Fähigkeiten offenbarten.
Im Herzen des mexikanischen Regenwaldes lässt ein Team von Wissenschaftlern, Archäologen und Ingenieuren die untergegangene Stadt Palenque wieder auferstehen. Vor 1000 Jahren wurden diese Gebäude verlassen. Endlich weiß man, wie sie vor 1200 Jahren aussahen. Wir haben bereits den größten Baukomplex, den Palast, wieder zum Leben erweckt. Die Maya waren begabte Ingenieure und ehrgeizige Baumeister mit Hunger nach Blut. Während Blut die Götter gnädig stimmte, hatten die Bewohner von Palenque ein größeres Problem, das sie nur mit ihrem Genie lösen konnten: Überschwemmungen. Der Ingenieur Kirk French hat unter der Stadt entdeckt, wie Palenque erblühen konnte, mit Hilfe von Aquädukten. Der Ausgang von diesem Aquädukt ist ausgezeichnet erhalten. Die Steine sind groß und massiv. Sie hielten 1200 Regenzeiten stand. Die Bezeichnung Aquädukt trifft im Fall von Palenque nicht ganz zu, denn sie erinnert an römische Aquädukte, die Wasser von einem Ort zu der Stadt bringen, die das Wasser benötigt. Die Aquädukte von Palenque haben eine andere Funktion. Die Stadt hat Wasser im Zentrum und das Aquädukt soll das Wasser effizient durch die Stadt bewegen. Bei einem starken Regenfall von über 2 Meter pro Jahr standen Pacals Ingenieure vor einem Problem. Zu jeder Regenzeit drohten Flüsse und Bäche, das Zentrum zu überfluten. In diesem kleinen Bereich gab es 9 Wasserstraßen, die durch diesen Hang flossen. Jede von ihnen schnitt erosionsbedingt eine ca. 7 Meter breite Bahn hinein. Die Ingenieure fanden eine geniale Lösung. Sie verbreiterten den schon existierenden Bach, bauten ein Flussbett und verbargen ihn unter einem Gewölbe von Kragstein, fast so, als ob er nie da gewesen wäre. Durch das Aquädukt gewannen die Bewohner viele Hektar hochwertiges Land im Herzen der Stadt zurück. Die Maya hatten vielleicht keinen römischen Bogen, aber ihr Wissen über Hydraulik war mindestens ebenso gut. Dieses massive Aquädukt ist über 120 Meter lang, 3,6 Meter hoch und 4,5 Meter breit. Noch heute tragen die alten Kragsteingewölbe das große Gewicht des steinernen Platzes darüber. Kirk kann hier einen genauen Zeitplan der Maya-Ingenieurskunst erkennen. Wir sind genau unter dem Marktplatz. Das Aquädukt wurde wahrscheinlich in Stufen zu der Zeit von Pacal gebaut. Ein perfektes Beispiel, wie die Stufen sich abgewechselt haben. Dies war der Eingang, hier der Verputz, der Stuck, der unterhalb der Wand verläuft. Die Architektur ändert sich im Verlauf der Bautätigkeit und hat das Aquädukt durch einen zusätzlichen Teil wesentlich verlängert. Die Ingenieure der Maya konnten mit Hilfe der Aquädukte wertvolles Land gewinnen, Überschwemmungen verhindern und fließendes Wasser zu jedem Haus leiten. Indem sie die Ströme durch sich stetig verengende Tunnel leiteten, erreichten die Maya das Unmögliche. Sie entdeckten, wie Wasser bergauf fließen kann. Da Palenque über diese Technologie verfügte, war es einfach, einen Teil des Aquädukts abzuleiten, um Wasser zum Palast zu führen. Pacal hätte sogar seine eigene Toilettenspülung haben können. Ohne Metallwerkzeuge bändigten die Ingenieure von Pacal 48 Kilometer Bäche und Flüsse und kanalisierten über 3,7 Millionen Liter Wasser pro Tag.
Während die Aquädukte unter der Erde versteckt blieben, gab es über Tage ein anderes, spektakuläres Monument von König Pakal, das auch die Beziehung der Maya zur Natur mitbestimmte. Es half, eines der wichtigsten Termine im Kalender der Maya festzulegen: die Ernte. Das Team bestimmt seinen Standort. Es besteht aus einer Reihe von Tempeln in der Mitte der Stadt und galt als Orakel für alle Männer, Frauen und Kinder in Palenque. Wir sind im Sonnentempel, dem Gebäude, das sich unserer Meinung nach immer an anderen Gebäuden der Gruppe orientierte, wodurch das Sonnenlicht eine bestimmte Bahn nahm. Die Zivilisation der Maya war vollkommen abhängig von der Landwirtschaft. Eine schlechte Ernte konnte schwere Hungersnöte bedeuten. Daher war es für das Überleben notwendig, genau zur richtigen Zeit zu sehen und zu ernten. Die Ingenieure von Pakal forschten daher im Himmel nach einer Lösung. Das Team glaubt, die Maya bauten diesen Tempel als raffinierte Sonnenuhr. Bisher konnte dies jedoch nicht bewiesen werden. Aber nun nimmt das Team die Herausforderung an und will diese Theorie bestätigen. Wenn sie recht haben, dann müssten die Sonnenstrahlen einen bestimmten Punkt im Tempel an bestimmten Tagen des Sonnenjahres erreichen. Das Team hat Monate darauf gewartet. Heute erreicht die Sonne ihren höchsten Stand im Sommer. Der Zenit ist der Tag des Jahres zweimal im Jahr, wenn die Sonne mittags senkrecht steht. Der Zenit bestimmt den Tag, an dem im Hochland gesät wird. Hat das Team recht? Sollten die Sonnenstrahlen den Sonnentempel wie ein Laserstrahl durch ein Nadelöhr passieren? Die ersten Lichtstrahlen erreichen diese Ecke und es entsteht hier ein Punkt, nur bei Sonnenaufgang. Nur ein paar Sekunden lang ist dies der Moment der Wahrheit. Genau wie sie hofften, erreichen die Sonnenstrahlen präzise die Ecke der Kammer. Zu präzise, um ein Zufall zu sein. Das Team vergleicht nun andere Teile des Tempels, um zu sehen, ob sie wichtigen Daten des Maya-Jahres entsprechen, wie der Sommersonnenwende und der Tag- und Nachtgleiche. Zur Tag- und Nachtgleiche kommt sie mit jenem Strahl, der diesen Strahl trifft, dann diesen und direkt in diese Ecke. Zur Sommersonnenwende ist die Sonne weiter weg und lässt einen Lichtstrahl entstehen, der durch diesen durchschnitten wird. Und dieser Strahl ist sehr dünn und geht direkt in diese Ecke. Diese Dinge geschehen nur beim allerersten Sonnenstrahl. Diese drei Deutungen belegen, wie genau der Tempel konstruiert war. Doch wie gingen die Maya damit um? Man wartet mit dem Bau des Gebäudes und steckt stattdessen Pflöcke in den Boden und verankert sie fest. Man wartet auf den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende, wartet, bis die Sonne im Zenit steht, wartet auf die Tag- und Nachtgleiche. In diesen Momenten, wenn die Sonne dein Fundament und die Pflöcke erreicht, markiere den Winkel der Schatten mit Linien und zeichne sie einfach auf die Plattform. Dann entwirft man das Haus um diese Winkel herum und weiß genau im Voraus, wie die Sonne in das Haus scheint. Ideal für die Ausrichtung von Licht und Schatten. Dieser prachtvolle Tempel kontrollierte den Lebensrhythmus der Stadt. Doch die Stadt hatte auch Monumente für die Toten. In der Mitte von Palenque baute König Pakal eine große Pyramide, die man in der ganzen Stadt sehen konnte. Sie ragte über 30 Meter in die Höhe und ist bekannt als der Tempel der Inschriften. Im mexikanischen Regenwald deckt ein Team von Forschern die Geheimnisse von Palenque auf, einer der größten Städte, die je von den Maya gebaut wurden. Das Team untersucht eine unglaubliche Konstruktion, den größten Tempel von Palenque. Er ist über 30 Meter hoch und mit einem Fundament von über 340 Quadratmetern war er das spirituelle Herz der Stadt. Mit seinen konzentrischen Vierecken aus Kalkstein erinnert er an die Stufenpyramide der alten Ägypter.
Wir befinden uns oben in der Pyramide, in der inneren Kammer des Tempels der Inschriften. Die wunderbaren Tafeln mit Hieroglyphen der Maya erzählen die Geschichten der königlichen Familie von Palenque. Dieses feine Relief herzustellen war nur möglich durch eine alte, bis heute unübertroffene Technik. Die alten Maya waren in der Lage, die schärfste Klinge aller Zeiten auch ohne Metallwerkzeug herzustellen. Aus einer Art Vulkanglas, genannt Obsidian. Die Maya waren Experten in der Herstellung von Klingen. Und die aus Obsidian benutzte man für das feine Schnitzen. Wahrscheinlich nirgendwo sonst in dem Zeitalter findet man solche fein gearbeiteten Reliefs von einer so guten Qualität. Hier demonstriert Chris die Technik der Maya, um Werkzeug herzustellen. Als erstes versucht man, einen Splitter abzuschlagen. Die Splitter lösen sich auf der Rückseite. Das vulkanische Glas, gerade der kleineren Splitter, ist fast so winzig wie ein Atom. Aber dabei ist es ein äußerst scharfes Material. Es wird sogar bei Augenoperationen benutzt. Mit diesen unglaublichen Werkzeugen schufen die Maya wunderschöne Inschriften, die die ersten Forscher verblüfften. Aber noch eine andere Kostbarkeit lag unter der Erde versteckt. Ein seit Jahrhunderten unberührter Schatz, der die Maya-Archäologie verändern sollte. 1949 befasste sich der mexikanische Archäologe Alberto Ruz mit Restaurierungen an dem Tempel. Dabei bemerkte er hier auf dem Boden diese sehr merkwürdigen runden Löcher in einem großen Kalkstein. Er öffnete den Stein und darunter war der Anfang einer Treppe. Ruz hatte als erster eine Treppe in einer Maya-Pyramide entdeckt. Die Archäologenwelt staunte, aber dies war nur der Anfang. 1952, als sie fast 4 Jahre den Schutt von der Treppe geräumt hatten, ging es nicht mehr weiter. Sie sahen sich um und fanden auf dieser Seite der Kammer eine dreieckige verputzte Steinplatte. Hier, diese hinter mir. Sie entfernten den Putz und konnten langsam die Tür heben. Das war ein richtiger Howard Carter, Tutanchamun-Moment. Dahinter war eine große Kammer. Das erste königliche Grab, das je in einer Maya-Pyramide gefunden wurde. Die Platte hatte eines der schönsten Reliefs, die die Maya je angefertigt haben. Es zeigt den großen König Pakal, der den Weltbaum hinab in die Unterwelt fällt, um mit den Herrschern des Todes zu kämpfen. Also war König Pakal nicht mit seinen Untertanen verschwunden, wie es die Geschichte sagt. Er lag hier in seinem Grab. Im Grab war das Skelett des Königs. Er lag in einer Ausbuchtung mit menschlichen Umrissen, mit Platz für die Füße und bedeckt mit rotem Zinnober, einer heiligen Substanz, die das Blut symbolisiert. Aber Zinnober wird auch zu Quecksilber, wenn es brennt. Es wird dann zu einem Spiegel, einem anderen Symbol der übernatürlichen Welt. Auf seinem Gesicht lag eine Jademaske. Und die Architektur des Grabes war ein weiteres Puzzle. Der Grabdeckel wiegt 5 Tonnen, der Sarkophag 15 Tonnen. Und beide sind unten an einem Ort, wo die Treppe enger ist als diese Steinteile. Proben zeigten, dass nichts beschädigt wurde, um sie an ihren Ort zu bringen. Wie brachten die Maya die Grabkonstruktion in die Pyramide? Die Antwort erklärt, wie der gesamte Komplex angelegt war. Der erste Schritt bestand darin, außerhalb des Hügels zu graben. Sie mussten einen Platz freilegen, um einen flachen Untergrund zu haben, und gruben sich in den Hügel. Dann brachte man den Sarkophag und den Deckel und baute die Kammer drumherum. Dann begann man den Tempelbau, mit der Treppe im Unterschied zu anderen Maya-Gebäuden. Sie gingen also Schicht für Schicht bis zur Mitte, wo die Treppe aufhörte.
Schließlich bedeckte die Spitze den Tempel und das Grab ist darin eingeschlossen. Pakal platzierte sein Grab in der Mitte der Pyramide, wie die Pharaonen im alten Ägypten. Aber sein endgültiger Ruheplatz gleicht noch in einer anderen Hinsicht den ägyptischen Pyramiden. Das ist eine außergewöhnliche Art von Steinbehältnis in einem Rohr, das über die Treppe vom Grab bis zum Tempel an die Spitze führt. Sie wollten offensichtlich mit ihrem Vorfahren, dem toten König, kommunizieren. Sie dachten, der Geist von Pakal wäre erreichbar und würde durch das Rohr kommen und im Tempel erscheinen. Die brillante Innenkonstruktion war vor der Öffentlichkeit geschützt. Nur den höchsten Würdenträgern, den Priestern, Höflingen und Angehörigen der Königsfamilie, war dieses Fenster in ihre Vergangenheit zugänglich. Durch eine Rekonstruktion des Tempels, der Inschriften aus dem 7. Jahrhundert, können wir die Ehrfurcht der normalen Stadtbewohner erahnen. Aber ein Rätsel bleibt. Als Pakals Skelett tief im Grab entdeckt wurde, hatte er eine Kugel aus Jade in der einen Hand und einen Würfel aus Jade in der anderen. Diese Symbole könnten einen Code entschlüsseln, der Archäologen jahrhundertelang verborgen blieb. Bis jetzt. Bislang erfuhr das Team, wie König Pakal, einer der größten Baumeister in der Geschichte der Maya, eine der kühnsten Städte aller Zeiten baute. Es gab einen atemberaubenden Palast, unterirdische Aquädukte, einen Sonnentempel, der die Ernte voraussagte, und eine große Pyramide, die das geheime Grab des Königs barg. Doch die folgende Untersuchung löst ein altes Rätsel. Die Bauten von König Pakal machten Palenque zum Juwel in der Krone der Maya-Städte. Doch sein Plan umfasste nicht nur die Mitte der Stadt. In der umgebenden Landschaft befinden sich über 700 Häuser und Heimstätten. Zum ersten Mal kann das Team die atemberaubende Größe dieser Metropole wirklich ermessen. Hier, in den wuchernden Vorstädten, macht der Teamleiter Ed Barnhart eine überraschende Entdeckung. Bei der Untersuchung von Palenque hatten wir hauptsächlich mit strohgedeckten Hütten gerechnet. Stattdessen fanden wir überwiegend Steinhäuser. Dieses hatte Steinwände und sogar ein Steindach. Offensichtlich haben hier mehrere Generationen gelebt. Es waren hochentwickelte Unterkünfte mit Innengärten und fließendem Wasser, wie bei uns heute. Wuchs die Familie, zog man Wände wie diese ein, um den Raum weiter zu teilen und neue kleine Privatsphären zu schaffen. Mit der Zeit bauten sie sogar ein zweites Stockwerk, auch mit einem Steindach und eine Treppe von unten bis nach oben zum Dach. So wie wir uns ein modernes Haus vorstellen. Hier, in diesen Häusern, entdeckte das Team die Formel aller Gebäude von Palenque. Die Mayanisten haben sich nun über 100 Jahre nach einer Maßeinheit der Maya umgesehen, ohne Erfolg. Es wurde mit keiner speziellen Maßeinheit bei diesen Städten gearbeitet. Nun sehen wir erstaunlicherweise, wie die ganze Stadt ohne bestimmte Maße gebaut wurde. Keine Meter, Fuß oder Zoll, keine Eichen, keine Maßeinheiten. Es gibt keine einheitliche Maßeinheit für das Bauen. Stattdessen rechnete man in Proportionen. Das Team glaubt nun, dass die Ingenieure von Pakal mit Hilfe von Seilen vier sich überlappende Kreise schufen, die die Ecken eines Vierecks bildeten. Mit dem Seil maß man auch eine Diagonale und zeichnete einen Bogen. Mit Hilfe dieses simplen Prozesses waren die Ingenieure von Pakal dazu in der Lage, die schönsten Gebäude der Maya zu entwerfen. Doch nun hat das Team den wahren Grund für diese einzigartige Methode entdeckt.
Es gibt bestimmte geometrische Formen, die wir heilige Geometrie nennen. Sie stützen sich auf die Formen der Natur. Die Maya nutzten diese Technik beim Anlegen ihrer Städte und Gebäude. Jeder Entwurf der Maya, selbst das einfache Quadrat, rührte von Blumenmustern und Formen aus der Natur. Sie wollten die Natur nachahmen und benutzten Proportionen, die aus der Natur stammen. Ein Schamane erklärte mir einmal auf dem Boden seines Hauses, wie man ein Seil benutzt, um Proportionen zu schaffen. Er sagte mir, die Formen der Blumen sind in unseren Häusern. Das Team glaubt, dass König Pakal Palenque so zu einer Metropole entwickelt hat. Sie wurden alle, von der höchsten Pyramide bis zum kleinsten Haus, mit Hilfe simpler Formen von Quadrat und Kreis konstruiert. Später wurde die Stadt von ihren Bewohnern verlassen. Aber König Pakal versteckte das Geheimnis der einzigartigen Konstruktion von Palenque sicher. Als seine lange Herrschaft endete, sorgte Pakal dafür, dass die heiligen Symbole mit ihm beerdigt wurden. In einer Hand hielt er eine Kugel aus Jade und in der anderen einen Würfel aus Jade. Er ging mit diesen Symbolen, auf die er sich beim Bauen verlassen hatte, in die andere Welt. Selbst im Tod trennte sich der große König nicht von den Schlüsselformen der Geometrie, die den Bau dieser bemerkenswerten Stadt ermöglicht haben. Nun sind die Untersuchungen abgeschlossen. Endlich sehen wir die alte Stadt Palenque, wie sie in all ihrer Pracht ausgesehen haben muss. Eine atemberaubende Metropole. Durch ihre leuchtend rote Farbe schien die ganze Stadt wie ein Leuchtfeuer, sichtbar über Kilometer hinweg, und löste Furcht und Bewunderung aus. Doch die wahren Wunder befanden sich im Inneren. Die Baumeister von König Pakal nutzten ihr Wissen der Hydraulik, um Wasser bergauf zu leiten und es so immer verfügbar zu machen. Sie bauten hunderte von zweistöckigen Häusern, um die 10.000 Einwohner der Stadt unterzubringen. Ein Volk, das in kunstvollen Strukturen lebte, arbeitete und seinem Glauben huldigte. Strukturen, die von den Prinzipien der heiligen Geometrie bestimmt waren. Bewohner, die Sonnentempel errichteten, um den Rhythmus ihres Lebens zu bestimmen, wann sie pflanzen, säen und ernten sollten. Ihrer Genialität stand nichts im Wege. Ein ganzer Hügel wurde abgetragen, um Pakals Grab zu bauen. Ein Mann, der wie ein römischer Kaiser regierte und in blutrünstigen Spielen schwelgte, um die Götter und sein Volk zu besänftigen. Unter der Erde schufen seine Architekten Höhlen, deren dicke Kalksteinwände von den rituellen und blutigen Opfertaten widerhalten. Und hoch über der Stadt baute man ein Observatorium von der Höhe eines siebenstöckigen Gebäudes. Unabhängig von allen anderen Kulturen eigneten sich die Maya beim Bau von Palenque jede Technik an. Palenques visionärste Gebäude sind das Werk eines einzigen Mannes, König Pakals, und bestehen bis zum heutigen Tag. Dies ist die vergangene und wiederentdeckte Welt der Maya.